Herzlich willkommen zu den aktuellen Ackerbautipps. Heute geht es um die Kalkung. Wir befinden uns hier auf einem Feld im westlichen Oberösterreich. Die Vorfrucht war hier Winterweizen. In etwa 10 Tagen wird hier Winterraps ausgesät. Dazwischen erfolgt die Kalkung. Zur Kalkung gibt es verschiedene Fragen. Zum einen, welche Kalkformen sind zu verwenden? Wann ist zu kalken? Oder welchen Sinn hat eigentlich die Kalkung? All das versuchen wir heute zu beantworten. Die Kalkung hat im Grunde zwei Aufgaben. Zum einen die Anhebung des pH-Wertes. Das hat zur Folge, dass Nährstoffe besser verfügbar werden. Und zum anderen haben manche Kalkformen, ich spreche hier Brandkalk an, vor allem strukturverbessernde Wirkungen. Der optimale pH-Wert liegt in etwa bei pH 6,5. Das ist natürlich abhängig von den verschiedenen Kulturen. Eine Erhaltungskalkung sollte alle 3 bis 5 Jahre erfolgen. Haben Sie Raps in der Fruchtfolge, so sollte die Kalkung am besten vor Raps erfolgen, denn Raps ist besonders kalkliebend. Ist kein Raps in der Fruchtfolge, so kann die Kalkung vor der Wintergerste oder dem Winterweizen oder im Frühjahr vor Mais erfolgen. Leguminosen im Übrigen sind auch sehr kalkliebend. Welche Kalkform wollen und können Sie verwenden? Brandkalk zeichnet sich vor allem durch seine strukturverbessernde Wirkung aus. Durch den Ablöschvorgang, der nach dem ersten Regenfall eintritt, wird das Volumen des Kalks, des Brandkalks, vergrößert. Dadurch ergibt sich eine lockernde und sprengende Wirkung in der Bodenkrome. Man spricht von der sprengenden Wirkung des Brandkalks. Außerdem hat Brandkalk den zusätzlichen Vorteil und Nutzen, dass er hygienisch im Boden wirkt. Das heißt, vor allem vor Raps macht es Sinn, Brandkalk zu verwenden, weil es auch gegen Schnecken wirkt. Aus der Praxis ist aber zu hören, dass es in den meisten Fällen trotzdem nötig ist, Schnecken später noch chemisch zu bekämpfen. Auf leichteren Standorten mit einer geringeren Pufferwirkung macht Brandkalk nicht unbedingt Sinn. Hier sollte eher auf Mischkalk zurückgegriffen werden. Mischkalk ist, wie der Name schon sagt, eine Mischung aus Brandkalk und kohlensaurem Kalk. Die strukturfördernde Wirkung ist etwas geringer. Die Wirkung des pH-Wertes, also die Anhebung des pH-Wertes, diese Wirkung ist dagegen sogar etwas besser als bei Brandkalk. Brandkalk wirkt allerdings etwas schneller. Es gibt noch weitere Kalkformen, eben ich erwähne Schwarzkalk oder auch Carbokalk oder eben den auch bereits erwähnten kohlensauren Kalk. All diese Kalkformen haben kaum eine bodenverbessernde Wirkung, sondern hier ist die Wirkung beinahe ausschließlich jene der pH-Wertanhebung. Außerdem wirken diese Kalkformen wie eben Schwarzkalk oder Carbokalk etwas langsamer als Brandkalk. Die nächste Frage, die wir uns stellen, ist die Kalkmenge. Wir gehen von einem pH-Wert von pH 6 aus. Hier gibt es eine Faustformel, die aussagt, dass in etwa 1300 Kilogramm Mischkalk alle 5 Jahre zur Erhaltungsdüngung herangezogen werden sollten. Bei Brandkalk spricht man hier von 1100 Kilogramm. Wie gesagt, das betrifft einen pH-Wert von pH 6. Hat man einen pH-Wert von pH 6,5 beispielsweise, so können laut dieser Faustregel etwa 500 Kilogramm weniger Kalkdünger ausgebracht werden. Das heißt, pro einem Zehntel mehr oder weniger am pH-Wert 100 Kilogramm mehr oder weniger Kalk. Um zu wissen, welchen pH-Wert Sie haben, ist eine Bodenuntersuchung notwendig. In vielen Fällen werden Bodenuntersuchungen im Herbst oder Winter durchgeführt, aber natürlich auch jetzt im Sommer sind Bodenuntersuchungen möglich. Allerdings dauert es einige Wochen, bis die Ergebnisse hier sind und daher macht es oft Sinn, Schnelltests zu machen. Diese zeigen mittels farbigen Indikator an, wie hoch der pH-Wert in etwa ist. Eine weitere Frage, die wir uns stellen, ist, wann soll gekalkt werden? In vielen Fällen wird nach der Getreideernte auf die Stoppeln gekalkt. Das macht Sinn bei kohlensaurem Kalk, Schwarzkalk oder Carbokalk, also all jene Kalkformen, die nicht strukturfördernd wirken. Bei Brandkalk
oder auch Mischkalk, wo ja auch Brandkalk dabei ist, würde ich empfehlen, dass man Kalk auf die Bodenkrume ausbringt. Wie erfolgt das in der Praxis? Jetzt zum Beispiel vor der Rapsaussaat würde ich vor dem letzten Saatbeet-Bearbeitungsschritt Brandkalk direkt auf die Krume ausbringen. Besonders bei schweren Böden besteht allerdings hier die Gefahr, dass durch schwere Kalkstreuer Verdichtungen entstehen können. Es ist also sehr empfehlenswert, hier nicht allzu große Kalkstreuer zu verwenden bzw. diese nicht ganz anzufüllen. Weitere Abhilfen wären zum Beispiel Reifendruckabsenkungen oder, was es jetzt mittlerweile schon gibt, Tellerstreuer, mit denen zum Beispiel gekörnter Brandkalk ausgebracht werden kann. Oft stellt sich auch die Frage, ob die Gülle bzw. Mistausbringung unmittelbar vor oder nach der Kalkung erfolgen darf. Hier ein ganz klares Nein. Es besteht die Gefahr, dass Ammoniak gebunden wird. Die Empfehlung lautet daher, dass immer zwischen der Mist- oder Gülleausbringung und eben der Kalkung ein Bodenbearbeitungsschritt erfolgen muss. Das war jetzt das Wichtigste zur Kalkung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei und wir sehen und hören uns wieder beim nächsten Mal, wenn es um den Rapsanbau geht.